Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. In der letzten Folge haben wir Kakariko erreicht und haben als erstes diesen Schrein hier gemacht, dass wir uns hier auch hin teleportieren können. Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns gleich um die Hauptquest und schauen uns erstmal hier oben ein bisschen um. Weil wenn ich mich recht erinnere, ist hier oben etwas versteckt, was uns das Spiel, ja, wenn man alle findet, erleichtern kann. Wenn ich hoffe, ich glaube, da war so eine Quelle, richtig? Erstens diese Hasen, wenn man sie abschießt, geben Rubine. Schleichglöckchen. Das habe ich gemeint. War doch meine richtige Erinnerung. Ich würde sagen, danach gehen wir dann direkt zu Impa. Fee. Wenn du all deine Energie verlierst, heilen Feen von selbst all deine Wunden. Anders als Glühwürmchen leuchten Feen auch am Tag. Schleichglöckchen. Schade, dachte beim Springen komme ich dann an die andere dran. Zwei Feen, kriege ich vielleicht mehr als zwei Feen? Ne, kriege ich nicht. Ist ja hier hinten ist noch eine Fee. Wenn nicht, dann habe ich echt schon verkackt. Ja, mal zwei Feen sind besser als keine, würde ich sagen. Was ist eine neue Pflanze? Prinzessinnen Enzian. Dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Ein paar? Hier wachsen einfach drei nebeneinander. Schleichglöckchen. Gibt's hier noch was? Auf dem fetten Baum vielleicht? Ah, nee. Gehen wir jetzt erstmal dahin. Untersuchen. Du, junger Mann, bitte hör mich an, aber gern doch. Ich bin die große Fee Kotura. Früher war hier eine wunderschöne Quelle, doch im Laufe der Jahre spenden die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Von Rubinen leben, was ein geldgeiler Fee. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Betrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Nun denn, wenn du Rubine hast, dann gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Ja, gerne. Danke, mein Retter. Ah, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Was für ein Gefühl. Endlich, nach all dieser Zeit, wieder frische Luft. Ich schulde dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß, ich könnte eine Kleidung verstärken. Deswegen habe ich danach gesucht. Es gibt, glaube ich, wenn ich mich erinnere, vier große Feen in ganz Hyrule versteckt. Und wenn wir alle finden, dann können wir unsere Kleidung auf mindestens vier Stufen hoch verbessern. Aber das ist dann riesengut. Ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein wenig zu verstärken. Nicht verstärkbar, nicht verstärkbar. Hier. Bockbenhorn, eine Hylia-Hose also. Bitte. Und los. Von 3 geht sie hoch auf 5. Ein Stern. Damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche kleine Stücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus, doch dafür musst du das ganze Set tragen. Soll ich noch eine andere Kleidung für dich verstärken? Verstärken bitte! Ja, hier sieht man's. Man kann es verstärken, aber dazu müsste man erst die zweite Fee finden. Ja, ich kann direkt das Kletterkopftuch auch verbessern. Ah, ein Kletterkopftuch, das müsste funktionieren. Und los. Ich überspringe das jetzt immer wieder das Gleiche.
Kletterkopftuch, das darin, die darin verborgene uralte Technologie unterstützt den Träger beim Klettern. Ah, das hatten wir ja schon. Und fertig. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere Kleidung verstärken, aber das schien im Moment nicht mehr möglich zu sein. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast. Oder wenn du meine Schwestern geholfen hast. Aber hat sie ja gerade gesagt. Stufe 1, nur mit einer Fee. Stufe 4 ist das Maximum, also ab Stufe mit 2 Feen kann man auf 2, mit 3 auf 3 und mit 4 aufs Maximum verstärken. Bis später. Bis später, Kotura. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu Impa. Wenn wir da so reinkommen. Ich weiß nämlich nicht mehr. Bei manchen musste man... Ja, ich denke, wir können so rein. Und wenn nicht, dann machen wir halt eine Aufgabe. Ah ja, wir haben auch noch die... Die... Komm schon. Die Zeichen der Bewährung. Wir können uns ein neues Herz noch holen. Da oben ist ein Krokodil-Krok-Krok. Dann gehen wir direkt zu Impa. Und nein, die Hühnchen werde ich nicht schlagen, falls es jemand fragt. Im Moment nicht. So, dann gehen wir jetzt direkt zu Impa. Danach erkunden wir alle vom Kakariko-Dorf. Hier gibt's Kleider, danke. Kleider? Ja. Ja, geh mal weiter. Wer bist du? Du bist. Das hier ist Impas Anwesen. Hm? Das ist doch der Schickerstein. Bist du etwa. Bitte verzeih unsere Unhöflichkeit. Impa hat uns informiert. Bitte trete ein. Bitte tretet ein. Ja, dann holen wir uns noch schnell diesen Krog. War das auch ein Krog-Rätsel, woran ich mich noch erinnern kann? Also sie haben schon versucht, die Krogs mit Rätseln, verschiedenen Rätseln zu verstecken. Das ist eher einer der leichteren Rätsel hier. Na, mal zufälligerweise halt das hat, das was fehlt. Ein Mann! Paya. Oh? Der Schickerstein? Seid ihr etwa der, von dem Großmutter immer spricht, Ling Li, ich habe es nicht vergessen, ehrlich, ich bin nur etwas nervös. Ich heiße Papaya. Papaya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid, schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte, geht hinein, meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Gerne, öffnen. Katzin? Du bist also endlich erwacht, Link. Es ist lange her, sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Ich hoffe, du erkennst mich noch. Nee, tue ich nicht. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es, Impa. Erinnerst du dich nicht einmal mehr an meinen Namen? Das heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es in gewisser Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren. Ja, vor 100 Jahren ist das Königreich Hyrule untergegangen. Du standest an der Schwelle zum Tod. Zeldas letzte Hoffnung war, dich in einem heiligen Schlaf versetzen zu lassen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sich Ganon entgegen. Was dumm war? Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag. Alter. Mein Dialekt kommt durch. An dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Jedoch. Wenn ich die letzten Worte der Prinzessin an dich weitergeben soll, dann muss dir eins klar sein. Du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich schlecht jemanden aufbürden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch mal einmal zu mir.
Schönes Bild, was du hier hast, Omi. Das wird später noch relevant. Nee, wir sind bereit. Ich bin ja extra hergekommen. Der König hat mich hergeschickt. Die Prinzessin hat alles riskiert, um dir diese Botschaft zu hinterlassen. Wenn du nicht fest entschlossen bist, kann ich sie dir nicht übermitteln. Bist du bereit, für sie zu sterben? Natürlich. Sieh an. Du magst dein Gedächtnis verloren haben, aber du bist immer noch derselbe. Wenn es nur darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Gut. Da du dein Gedächtnis verloren hast, soll ich dir wohl alles von Anfang an erzählen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien. Und so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden 4 gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules 4 herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bannschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Hundert Jahre ist es nun her. Um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten, folgten wir dem Vorbild der 1000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir es uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Ja. Man merkt schon. Ganon wurde davon versiegelt vor 10.000 Jahren mit den Wächtern. Dann wird er wahrscheinlich auch gemerkt haben, letztes Mal hat es nicht funktioniert. Ich muss irgendwas machen und diese Wächter an mich reißen. Das hat er ja gemacht. Er hat wahrscheinlich in den 1000 Jahren irgendwie gelernt, diese Kraft gegen sie zu verwenden. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die 4 Titanen. Die 4 Titanen?
Ihr fehlt Titan, so nennen wir die alten, antiken Kriegsmaschinen der Shiker. Sie wurden von den vier Recken gesteuert, bevor sie Garun zum Opfer fielen. Daruk vom Stamm der Goron steuerte den Titan Varudania. Revali von den Orni kontrollierte Varmedo. Der Titan von Mipha, der Zora, nannte sich Varuta. Und Urbosa von den Garuda steuerte Vandoboris. Ohne die Macht der Titanen wäre es aussichtslos, sich Garun entgegenzustellen. Vor 100 Jahren wurden sie uns von Garun entrissen. Jetzt ist die Zeit gekommen, sie uns zurückzuholen. Bei den vier Völkern, die auch heute noch in Hyrule leben, findest du vielleicht Hinweise auf ihren Verbleib. Danke. Das Licht des Shikersteins wird dir den Weg weisen. Dorthin, wo du die Anführer des Volkers treffen. Alter. Das Licht des Shikersteins wird dir den Weg weisen. Dorthin, wo die, wo du die Anführer des Volkes treffen wirst. So, jetzt an. Die vier Titanen, neuer Zielpunkt. Doch dein Shikerstein ist nicht vollständig aktiv. Prinzessin Zelda hat ihn dir hinterlassen. Für dich ist er Wegweiser und Gedächtnis in einem. Ich frage mich, vielleicht kannst du im Institut für Antikenforschung und Theno Hilfe bekommen. Haben wir schon am Stall gehört, Hateno. Der leuchtende Punkt im Osten ist Hateno. Das ist eines der wenigen Dörfer, die von der großen Verheerung weitgehend verschont blieben. Zeldas Vermächtnis. Du bist Zeldas. Nein, ganz Hyrules einzige Hoffnung. Jetzt gibt es keinen zurück mehr. Folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Impa die Weise. Geschafft. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Die Legende von vor 10.000 Jahren. Davon hätte ich echt gern ein Spiel. Ich weiß ja nicht, was in Breath of the Wild 2 alles drankommt. Aber von dem, was uns da gezeigt wird davon, aber das Spiel von vor 1000 Jahren oder die Geschichte, wie die Wächter entstanden sind, die würde ich gern kennenlernen mit einem Spiel. Das wäre interessant, das würde ich gern sehen. Gut, dann gucken wir noch genau im Haus um und schauen, was hier noch zu holen gibt. Ich kann hier drin den Boden ziehen. Ah, Boxschütze, warum kann ich hier drin Waffen ziehen? Ja, egal. Payas Tagebuch, da scheint Payas Tagebuch zu gelesen sein. Es sieht noch neu und kaum gebraucht aus. Lesen. Vor 100 Jahren wollten die Großmutter Zelda und Tante Pura eine Vorsorge für die kommende Zeit treffen. Also schickten sie einen jungen Ritter in einen langen Schlaf. So hat die Großmutter es mir erzählt. Der Name des Ritters war Link. Bis zum heutigen Tag wartet die Großmutter auf die Rückkehr dieses Mannes. Auch ich bete dafür, dass er recht bald zu uns zurückkommt. Für Hyrule und für die Großmutter. Ja, ich bin ja wieder da. Auch wenn 100 Jahre zu spät. Link, wie geht es euch? Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Dieses Juwel. Dieses Juwel hat eure Neugier geweckt? Ja. Es ist die Aufgabe unseres Stammes, es zu beschützen. Dem vom Juwel Auserwählten wird der Segen der Alten gewährt. Diesen Leitsatz gibt bei uns jede Mutter an ihre Tochter weiter, zusammen mit dem Juwel selbst. Es ist sozusagen unser Familienschatz. Wir wissen nicht, was es bedeutet. Dem vom Juwelen Auserwählten. Könnte das vielleicht... Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten. Dieses Dorf. Unser Stamm, die Shika. Wir sind ein Geheimbund, der stets im Dienste des Könighauses von Hyrule stand. Jetzt nicht mehr wahrscheinlich. Doch vor 100 Jahren wurde die Königsfamilie durch die große Verheerung ausgelöscht. Wir haben doch gehört, dass die Shika vom König jetzt nicht abgeschlachtet wurden, aber verbannt wurden. Wieso arbeiten die dann immer noch mit dem König von Hyrule zusammen? Das macht doch keinen Sinn, oder? Oder habe ich irgendwas verpasst? Wegen der Technologie hat doch der König die Shika verbannt. Ja, egal. Und jetzt stehen sie wieder im Königsfamilienhaus. Gut. Unser Stamm verstreute sich daraufhin in alle Wände. In alle Winde. Leider gibt es nicht wenige, die gerne und die... Gibt es nicht wenige... Also leider gibt es nicht wenige, die Ganon die Treue geschworen haben, jetzt. Sie nennen sich Jäger und ermorden alle, die es wagen, sich gegen Ganon zu stellen. Seid ihr Wachzeit, Link, seid ihr ihnen natürlich ein Dorn im Auge. Sie werden auch von den schändlichen Methoden nicht zurückschrecken, euch umzubringen. Ich wünschte, ich könnte euch irgendwie unterstützen. Kotura, die große Fee. Jetzt wissen nur noch wenige, dass sie existiert, aber dieses Dorf entstand ursprünglich unter ihrem Schutz.
Kortugas Magie kann dich beschützen. Es kann kaum schaden, sie einmal aufzusuchen, war ich schon. Die große Fee lebt hinter dem Schrein dieses Dorfes. Sie wird euch sicher helfen. Ja, jetzt hat man den Hinweis gekriegt. Ah, egal, da war ich schon. Wenn ich euch irgendwie dienlich sein kann, zögert nicht, an mich heranzutreten. Du. Ich? Ihr wollt etwas über mich wissen? Ja. Also, mein Name ist Paya. Ich habe eine Mutter mal in Form eines Papayasamens. Deshalb habe ich den Namen Paya erhalten. Wo ist es? Also das... Link. Lass es doch darauf beruhen. Irgendwann werde ich eure Frage beantworten, aber bitte, gib mir ein wenig Zeit. Nee, danke. Ich habe nichts mehr. Ich wünsche euch viel Glück. Danke. Dann lesen wir noch das Park-Tagebuch und dann beenden wir die Folge. Sorgenbuch. Zur ersten Seite. Was ist dir wichtiger, die Hühner oder ich? Mit diesen Worten stürmte meine Frau aus dem Haus. Wie hätte ich darauf antworten sollen? Der Meisterschütze. Ein Maler ist in unserem Dorf gekommen. Ich kann mich nicht daran erinnern, ihn schon mal gesehen zu haben. Er sucht die Quelle einer großen Fee, ob er damit wohl die Schutzgöttin unseres Dorfes meint. Er darf nicht erfahren, dass sie hinter dem Schrein auf der Anhöhe wohnt, der zweifache Vater. Ich habe ihn verlassen, aber seine starken Arme beim Spannen seines Bogens wollten mir nicht aus dem Kopf. Ich wünschte, jemand würde mich wieder mit diesem Anblick erfreuen, egal wie anonym. Tag für Tag stehe ich vor unserem Laden und spreche Leute an. Eigentlich keine schlechte Arbeit. Am Abend tun mir die Füße weh, aber das Licht der Glühwürmchen ermutigt mich, am nächsten Tag weiterzumachen. In letzter Zeit jedoch ist es gefährlich und alle sagen mir, ich solle nachts nicht mehr nach draußen gehen. Daher brauche ich doch einen Ausgleich für die langen Arbeitstage. Ja, wenn ich mich recht erinnere, sind das sogar ein paar Quests, die ich machen muss. Seit Generationen wird das Juwel in unserer Familie bewahrt. Ich poliere es jeden Tag. Er spielt eine wichtige Rolle und wartet geduldig darauf, dass sich sein Schicksal erfüllt. Das spüre ich. Und in den letzten Tagen beschleicht mir das Gefühl, es wird nicht mehr lange dauern. Papaya. Ja, wenn ich mich recht erinnere, sind es alles Hinweise auf Quests in diesem Dorf. Ja, jetzt haben wir Impa getroffen und neue Aufgaben gekriegt. Und wir haben Veldas Botschaft gekriegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Gladius.